Harry Potter-Fans hoffen bereits jahrelang, dass Emma Watson und Tom Felton ein Paar werden. Scheinbar haben sie den richtigen Riecher, denn Tom und Emma haben tatsächlich starke Gefühle füreinander. Das verrät der Schauspieler in seiner neuen Biografie und erklärt darin auch, dass seine Gefühle für Emma stärker gewesen seien, als alle bisher angenommen haben. Nachdem Tom mit 15 erfahren hatte, dass Emma auf ihn stand, bekamen auch andere von ihrer Nähe zueinander mit, wie er schreibt. Es gab Gerüchte, dass mehr zwischen uns sei, als wir zugeben. Ich habe es immer abgestritten, dass ich sie auf diese Weise mochte, aber die Wahrheit war ganz anders. Meine damalige Freundin hat sofort gewusst, dass es da etwas Ungesagtes zwischen uns gab. Ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, ich liebe sie wie eine Schwester, aber meine Gefühle waren noch stärker. Tatsächlich hätten auch bei ihm die Funken gesprüht, allerdings hätte es zeitlich wohl einfach nicht gepasst. Auch Emma Watson äußerte sich kürzlich zu ihrem Verhältnis zu Tom im Glamour-Magazin. Kennst du diese eine Person in deinem Leben, die dir das Gefühl gibt, dass du gesehen wirst? Diese Person, die irgendwie Zeuge all dessen ist, was so abläuft. Diese Person, die weiß, wirklich weiß, was mit dir los ist und was du alles durchmachst. Für mich ist Tom Felton diese Person. Weiter fügte sie hinzu, wie Tom habe ich immer Mühe, den Menschen die Art unserer Verbindung und Beziehung zueinander zu erklären. Seit mehr als 20 Jahren lieben wir uns auf diese besondere Art und Weise und ich habe vergessen, wie oft die Leute schon zu mir meinten, ihr müsst doch einmal betrunken rumgemacht haben, ihr müsst euch geküsst haben, da muss doch etwas sein. Aber was wir haben, ist viel tiefer als das. Watson nannte Felton sogar ihren Seelenverwandten. Es scheint, als wären beide heute rundum zufrieden damit, wie ihre Beziehung zueinander ist.